hier für viele, viele hier aus der Stadtgesellschaft gewirkt haben und zeigen heute Abend hier auch lange für diese Solidarität und den Zusammenhalt auch in der Pandemie. Und wie schon vorhin angekündigt, ich würde euch jetzt bitten, dass wir 15 Minuten, ich schaue gerade mal auf die Uhr, wir haben jetzt Viertel, dass wir bis um 6:30 hier auf dem Platz stehen bleiben mit dieser Menschenkette. Ja, das wäre super. Und ganz klar ist auch nochmal, das hat was mit der Anmeldung heute Abend zu tun, dass wir hier auch nochmal ein Zeichen setzen und senden an die Menschen hier in den Pflegeberufen, die besonders schwer belastet sind, auch durch die Pandemie, durch ihre Arbeit, durch die anstrengende Arbeit, aber natürlich auch durch die Arbeit, die sie sehr qualitativ machen und das schon über 2 Jahre. Und da reicht auch nicht nur der Applaus, und hier bin ich vielleicht auch als Gewerkschafter, sehe ich hier auch auf dem Platz, dass wir natürlich auch fordern, dass die Gesellschaft hier bei Menschen im Pflegebereich, das ist das große Thema, aber dass wir auch nicht Menschen vergessen, die auch systemrelevant heißen sind. Das sind Menschen, die im Lebensmittelmarkt auch arbeiten, zum Beispiel, gucken, dass die Versorgung läuft. Das sind die Menschen, die hier aktiv sind und arbeiten bei den Energieversorgern zum Beispiel. Ja, dass es nicht kalt wird bei uns, dass der Strom weiter fließt, aber auch, dass der Müll entsorgt wird in Ludwigshafen. Und nicht vergessen will ich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei und die Menschen, die auch beim Ordnungsamt zum Beispiel arbeiten, weil durch diese ganzen sogenannten Spaziergänge auch, ist auch eine massive Belastung hier dieser Personen einfach eingetreten, und das ist beabsichtigt auch von diesen Leuten, die das anmelden, und aus dem Grund ist das für uns oder für mich heute Abend hier auch nochmal wichtig, ganz klar zu sagen, dass wir dafür auch ein Zeichen setzen, dass das zur Solidarität dazugehört in der Pandemie, dass wir gucken, dass wir auf uns achten und dass wir auch den Nächsten und die Nächste insofern achten, dass wir hier solidarisch sind und aufeinander achten und Leute, die aus egoistischen Gründen meinen, sich aus der Solidargemeinschaft zu verabschieden, da muss ich auch ganz klar sagen, die haben nicht meine Solidarität, weil sie selber scheißen auch im wahrsten Sinne des Wortes auf diese Art von Solidarität. Vielen Dank erstmal.